Hallo YouTube, hier ist Dario1992 wieder, heute mal wieder mit einer Toku-Review. Und zwar stelle ich euch heute zwei Lockseeds vor, und zwar Toy-Varianten. Das ist einmal von Feis und einmal von Joker. Die habe ich günstig auf eBay geschossen, und ja, Lockseeds sind nun mal cool am Sound. Und ja, dann dachte ich mir, hey, stell dich doch gleich mal vor. Ich dachte jetzt erstmal mit Feis, der kommt mir schon entgegen. Als erstes sieht man natürlich hier Feis, und hier steht auch noch Masked Rider Feis, weil das ist noch die Zeit, wo die ganzen Rider noch mit Masked Rider betitelt wurden. Das ist ja erst nach Double gewesen, also Double war der erste, wo Kamen Rider richtig stand. Ist hier rot, der Kopf sieht richtig cool aus, ist auch so schön gelb, oder ist schon fast wieder Gold, ist das eher. Wenn wir es aufklappen, haben wir hier ein Bild vom Bett und nochmal ein Bild von dem Handy. Aber jetzt wollen wir mal die Sounds auslösen, die kann man ja schön auch schön mit dem kleinen Knopf auslösen, und dann fangen wir mal an. Und dann machen wir jetzt noch die Finisher, also wir hauen einmal drauf, zweimal drauf und dreimal drauf am Ende. Also erstmal einmal. Jetzt muss ich das einmal durchskippen. 1, 2. Dann wieder. 1, 2, 3. Ja, finde ich. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil es ja auch so ein bisschen die Sounds, die Kamen Rider. Ja, auf jeden Fall Dorian Arms. Also, ich hab echt den Namen vergessen. Mach, ist auch egal. Als nächstes kommen wir dann. Meine Güte. Sehr glatt heute zum Joker Lockseed. Das, was ich eigentlich heute am coolsten finde. Weil ich finde das sehr cool. Hier steht wieder Kamen Rider Joker. Ich finde so cool. So schwarz. Und hier drin haben wir Lila und die Sounds schon mal ausgelöst. Hier haben wir ein Bild vom Lost Driver und von dem Joker Memory. Dann gehen wir die Sounds durch. Und wie war das ist von Kamen der Jugend? Ja, da weiß ich den Namen noch. So, jetzt müssen wir wieder durchskippen für zweimal. 1, 2. Wie ich auch cool finde, so Leider Punch, so wie das Joker gesagt hat, mit sogar so einem alten Showa-Schlaggeräusch, sehr cool. Jetzt 1, 2, 3. Jedenfalls zwei coole Lockseeds, haben beide sehr coole Sounds. Ich habe leider kein Belt, sonst könnte ich ihn euch im Belt vorführen. Ja, deswegen ist das heute eine etwas kürzere Review. Aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tyro1992. Bis dann.